sondern jetzt darf ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 1 und der Tagesordnung. Oder gibt es noch was? Nein, keiner hat was. Dann gibt es Tagesordnungspunkt 1 jetzt für alle, und zwar die Fragestunde. Wir beginnen mit der Frage 467 aus der letzten Fragestunde. Fragesteller ist der Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Ergebnisse der Comdirect Fintech-Studie 2020 vor dem Hintergrund, dass Frankfurt im Städteranking hinter Hamburg auf Platz 4 zurückgefallen ist? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, lassen Sie mich bitte eins vorwegschicken. Diese Studie basiert auf Daten bis September 2020 und trifft damit noch keine abschließende Aussage für das angesichts der Pandemie auch für Start-ups außergewöhnliche Jahr 2020 und zeigt nur einen Zwischenstand und nicht das komplette Jahr 2020. Die Comdirect Fintech-Studie 2020 weist Frankfurt in der Tat im nationalen Vergleich hinter Hamburg Platz 4 zu. Auch hier lohnt allerdings ein näherer Blick. Den Platzierungen werden die Anzahl der Fintechs und Fintech-Neugründungen sowie die Höhe der Investments und die Anzahl der Finanzierungsrunden zugrunde gelegt. Bei der Gesamtzahl an Fintech-Startups rangiert Frankfurt denkbar knapp hinter München auf Rang 3, während Frankfurt bei der Anzahl der Gründungen beinahe ebenso knapp hinter Hamburg Platz 4 belegt. In absoluten Zahlen ausgedrückt, laut Comdirect-Studie wurden letztes Jahr in Hamburg 17 und in Frankfurt 15 Fintechs gegründet. Damit hatten 115 Fintechs ihren Sitz in Frankfurt, bei zeitgleich 116 in München. Das Investitionsvolumen ging laut Studie insgesamt deutlich zurück, vermutlich eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Dabei ist Folgendes bemerkenswert. Während an nahezu allen Fintech-Standorten der Studie ein Einbruch der Investitionssumme von Venture Capital im Vergleich zum Vorjahr ersichtlich ist, sind Berlin und Frankfurt die einzigen Städte, die hier überhaupt ein Wachstum im Vergleich zu 2019 verzeichnen können. Auf Frankfurt entfällt dabei das stärkste Wachstum, +5%, Berlin circa +1,5%. An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass längst nicht immer alle Investitionen öffentlich werden. So sind auch dem Tech-Quartier laut eigener Aussage vermutlich rund ein Drittel der Investments seiner Community nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass auch die Corona-Pandemie deutliche Auswirkungen auf Fintech-Startups hat. In welcher Form und in welchem Umfang kann mangels belastbarer Studien noch nicht abschließend gesagt werden. Gemeinsam mit den Beteiligten arbeiten wir daran, Fintech-Startups und anderen Startups bestmögliche Bedingungen zu bieten. Dass wir hier auf einem guten Weg sind, zeigt auch der im Februar erschienene Hessen Startup Monitor 2021. Dankeschön, Herr Staatsminister. Erste Nachfrage stellt der Fragesteller selbst, Herr Dr. Naas. Ja, gerne, Herr Präsident. Als Basis der Analyse diente ja die meistgenutzte Datenquelle für Fintech-Startups überhaupt. Demnach sind in Berlin alleine so viele Fintech-Startups gegründet worden wie in den drei darauffolgenden Städten München, Hamburg und Frankfurt zusammen. Wie erklärt sich denn die Landesregierung die Stärke Berlins bei den Gründungen von Fintech-Startups, obwohl Berlin eigentlich Fördergebiet und somit als strukturschwache Region eingestuft ist? Herr Minister. Tja, also es gab ja mal einen regierenden Bürgermeister, der nannte diese Stadt arm, aber sexy. Insofern, Herr Dr. Naas, müssen wir wohl sexier werden. Schnell kann ich meine Maske gar nicht auf- und absetzen, wie der Staatsminister antwortet. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 468. Fragesteller ist auch hier der Abgeordnete Dr. Stefan Naas. Wir bleiben bei dem Thema. Wie bewertet denn die Landesregierung die Ergebnisse des Ernst & Young Start-up-Barometers Deutschland aus dem Jahre 2021 vor dem Hintergrund, dass Hessen bei Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden von Start-ups im Jahr 2020 nur auf Rang 7 der Bundesländer rangiert? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, ich hatte im Wortlaut fast die
selbe Frage, in dem Fall muss man sagen, die gleiche Frage von Kollegin Löber beim letzten Mal. Deswegen antworte ich auch sozusagen dasselbe, beziehungsweise das Gleiche. Der jährlich von EY vorgelegte Startup-Barometer ruft zwar regelmäßig erhebliches Medieninteresse hervor, er lässt aber keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die tatsächliche Qualität eines Startup-Ökosystems zu. Das liegt daran, dass der EY Startup-Barometer keine zuverlässigen und umfassenden Datenquellen auswertet, sondern hauptsächlich Pressemitteilungen und Presseberichterstattung berücksichtigt. Aufgrund dieser Datenquellen bietet er lediglich Hinweise auf öffentlich kommunizierte und von EY wahrgenommene erfolgreiche Finanzierungen, aber keine harten Daten und Fakten. So wird zum Beispiel für alle hessischen Startups eine Summe von insgesamt 43 Millionen Euro für 2020 angegeben. Allerdings hat allein das hessische Startup SolActive in einer einzigen Finanzierungsrunde 2020 rund 49 Millionen Euro erhalten. Andere Studien greifen auf deutlich mehr Quellen zurück, um das Investitionsgeschehen möglichst umfassend zu berücksichtigen. Um verlässlichere Zahlen zu ermitteln, wurde im Auftrag meines Ministeriums im Jahr 2020 erstmals der deutsche Startup-Monitor hessenspezifisch ausgewertet. Der vom Bundesverband Deutsche Startups e.V. erstellte Hessen Startup Monitor zählt für das Jahr 2020 insgesamt 110 Finanzierungsrunden hessischer Startups und ordnet das Land im Bundesländervergleich nach den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie Bayern und Nordrhein-Westfalen auf Platz 5 ein. Erste Nachfrage, Herr Dr. Naas. Herr Minister, die Antwort habe ich erwartet, deswegen meine Nachfrage. Nach Feststellung des eigenen Start-up-Monitors in Hessen gab es in Hessen 169 Neugründungen im Jahre 2020, von denen allerdings nur ca. 11% durch Wagniskapital, der Bundesdurchschnitt ist hier 19%, und nur 31% durch staatliche Fördergelder, der Bundesdurchschnitt ist hier 44%, gestärkt wurden. Nur 17,4% bewerten nach der eigenen Studie den Zugang zu Kapital in Hessen als positiv. Warum tut die Landesregierung nicht mehr, um die Finanzierung von Gründerinnen und Gründern zu verbessern? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, vielleicht will ich in dem Zusammenhang sagen, auch Start-ups werden gegründet und sind deswegen Gründungen. Aber die Finanzierungssituation für Gründerinnen und Gründer in Hessen ist sehr gut. Bei der Start-up-Finanzierung kommt man immer dann zu einem Problem. Start-ups, ja, um das mal an dieser Stelle diesen Unterschied zu erklären, technologisch getrieben, auf schnelles Wachstum ausgerichtete, mit neuen Ideen in Anführungszeichen hervorstechende Gründungen. Bei der Start-up-Förderung ist das Problem, dass immer dann, wenn es sozusagen in die Wachstumsphase geht und man sehr schnell sehr viel Kapital braucht, allerdings nicht sicher sein kann, was damit passiert, das ist eine altbekannte Debatte in Deutschland, dass es dann oft Finanzierungsprobleme gibt, relativ schnell relativ viel Risikokapital zu besorgen. Ich glaube aber, ich habe gemeinsam mit dem Kollegen Boddenberg vor gar nicht allzu langer Zeit beispielsweise den Future Venture Fonds mit vorgestellt, wo wir gemeinsam mit Privaten halbe-halbe machen. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Ähnliches in einem anderen Land in Deutschland gibt, wo wir in einer solchen Art und Weise zusammen mit Privaten wirklich Risikokapital bereitstellen. Ich bin sicher, dass man dann auch Ergebnisse sehen kann. Ich füge aber hinzu, Herr Dr. Naas, bei Risikokapital ist natürlich immer das Risiko da, dass dies nicht klappt. Und dann bin ich immer noch gespannt darauf, ob Sie dann immer noch die Regierung dabei unterstützen, wenn auch mal was schief geht. Nächste Nachfrage, Dr. Naas. Herr Minister, ist es nicht bedauerlich, dass gerade am Finanzplatz Frankfurt den Start-up-Gründungen das Wagniskapital fehlt? Anders als im... Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, also erstens mal habe ich ja gerade gesagt, wir sind sehr erfolgreich dabei, auch neue Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, gerade hier. Und zweitens hat das was damit zu tun, dass wir generell das Problem haben, das ist vielleicht der Unterschied beispielsweise zu den USA, wo viele Private auch ihr Geld in solche sozusagen Wagnisse
stecken. Ja, als Wagniskapital heißt ja nicht ohne Grund so. Und wir versuchen das in Deutschland besser zu machen, als wir das in der Vergangenheit getan haben, damit nicht nur gute Ideen hier entstehen, sondern am Ende auch sozusagen die kommerzielle Umsetzung des Ganzen hier passieren kann. Und da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Aber das ist kein Frankfurt-spezifisches Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf Frage 469. Fragestellerin ist die Kollegin Astrid Wallmann. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie haben sich die Anträge auf Einrichtung eines ganztägigen Angebots in den Profilen 1, 2 und 3 von hessischen Schulen in den letzten Jahren zahlenmäßig entwickelt? Herr Kultusminister Professor Lorz. Ja, Frau Abgeordnete Wallmann, die Hessische Landesregierung verfolgt beim Ausbau des Ganztagsangebots einen klaren Kurs. Ganztagsangebote werden gemäß dem Bedarf und den Wünschen vor Ort ausgeweitet. In Hessen arbeiten im laufenden Schuljahr 64% der Grundschulen und verbundenen Grundschulen im Ganztagsprogramm des Landes, das heißt im Profil 1, Profil 2, Profil 3 oder im Pakt für den Nachmittag. Dies ist im Vergleich zum Schuljahr 2013-14 ein Anstieg um nahezu 70%. Insgesamt arbeiten im laufenden Schuljahr 2020-21 erstmalig mehr als die Hälfte aller am Landesprogramm teilnehmenden Schulen in einem Profil, das an 5 Tagen pro Woche ein Ganztagsangebot macht. Zum Schuljahr 2018-19 wurden 25 Anträge auf Profil 1, 79 Anträge auf Profil 2 und 5 Anträge auf Profil 3 genehmigt. Zum Schuljahr 2019-20 wurden 19 Anträge auf Profil 1, 17 Anträge auf Profil 2 und 2 Anträge auf Profil 3 genehmigt. Zum Schuljahr 2020-21 wurden 15 Anträge auf Profil 1, 42 Anträge auf Profil 2 und 3 Anträge auf Profil 3 genehmigt. Für das Schuljahr 2021-22 liegen derzeit insgesamt ohne den Pakt für den Nachmittag 206 Anträge zur Genehmigung vor. Davon beziehen sich 13 Anträge auf eine Neuaufnahme, 154 Anträge auf eine Erweiterung im bestehenden Profil und 39 Anträge auf einen Profilwechsel. Diese Anträge befinden sich derzeit in der Prüfung. Ich darf aber hinzufügen, dass für alle diese Anträge grundsätzlich ausreichend finanzielle Mittel bereitstehen, sodass im Falle eines positiven Bescheids die beantragte Neuaufnahme bzw. Erweiterung oder der beantragte Profilwechsel auf jeden Fall ermöglicht werden kann. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Nachfragen? Die Fragestellerin selbst, Frau Kollegin Wallmann. Vielen Dank. Wie viele hessische Schulen arbeiten denn zurzeit insgesamt in den 3 Profilen und im Pakt für den Nachmittag? Herr Staatsminister. Ja, Frau Abgeordnete Wallmann, das hat sich bezogen auf die letzten 5 Schuljahre von 2016-17 bis 2020-21 wie folgt entwickelt. Im Profil 1 haben im Schuljahr 2016-17 noch 726 Schulen im Profil 1 gearbeitet. Durch die jährlichen Anträge auf Neuaufnahme in Profil 1 einerseits, aber vor allem durch die beantragten Profilwechsel von Profil 1 nach Profil 2, 3 oder den Pakt für den Nachmittag, hat sich die Zahl der Schulen in Profil 1 auf 550 Schulen im laufenden Schuljahr verringert. Das ist eine Entwicklung, die wir jetzt schon seit einiger Zeit beobachten, die sicherlich auch so weitergehen wird, dass die Schulen von Profil 1, also von der pädagogischen Mittagsbetreuung, die sich ja nur auf 3 Tage die Woche bezieht, weggehen, hin in quasi höherwertige Profile, die eben Angebote an 5 Tagen die Woche machen, also Profil 2, 3 oder Pakt für den Nachmittag. Deswegen haben auch im Profil 2, also im Schuljahr 2016-17, noch 130 Schulen gearbeitet. Mittlerweile im laufenden Schuljahr 2020-21 sind es 266 Schulen, die in Profil 2 arbeiten. Und bei Profil 3 waren es 2016-17 noch 94 Schulen und das hat sich jetzt auf 110 Schulen erhöht. Hatte hier links noch, genau, nächste Nachfrage ist der Kollege Degen und dann kommt noch mal Frau Wallmann. Bitte schön, Herr Kollege Degen erstmal, ja, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Auch vielen Dank, Herr Kultusminister, für die Ausführungen. Ich denke, dass Sie da ja auch jetzt so viel recherchiert haben, dass Sie auch meine kleine Anfrage 204947 beantworten können, die längst überfällig ist, die eine ähnliche Fragestellung hat, wie die Kollegin Wallmann sie hatte. Aber meine Nachfrage ist im Grunde eigentlich nur, ob angesichts auch dieses Ausbaus und da ja auch, ich glaube, im Bundeskabinett die Tage damit zu rechnen ist, dass das Ganztagsfördergesetz eingebracht wird auf Bundesebene, ob Sie, Herr Kultusminister, davon ausgehen, dass aktuell
ein Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung im Grundschulalter an 5 Tagen die Woche gewährleistet wäre in Hessen aktuell schon? Herr Professor Lorz. Naja, Herr Abgeordneter Degen, das ist ja ein Prozess, der nach meinen letzten Informationen darauf angelegt ist, zum Schuljahr 2025/26 zu greifen und dann auch erst mit denjenigen, die quasi in diesem Schuljahr in die erste Klasse kommen, also dann sukzessive aufwachsend. Also ich sage mal, das sind ja noch ein paar Jahre hin bis dahin. Aber wir sind ja genau auf diesem Weg auch unterwegs und die Hessische Landesregierung unterstützt natürlich aus fachlicher Sicht den beabsichtigten Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter. Wir haben aber immer noch Vorbehalte bezüglich der landesseitigen Finanzverpflichtungen, die mit einer Finanzierung des Rechtsanspruchs und hier insbesondere der jährlichen Betriebskosten einhergehen. Und deshalb verhandeln ja die Länder und der Bund im Moment noch weiterhin über die Höhe der Zuschüsse des Bundes zu den Betriebskosten. Das ist eigentlich der Punkt, um den es noch geht, aber es ist kein fachlicher Streit. Derzeit werden vom Bund in einer ersten Tranche zur Investitionsförderung im sogenannten Beschleunigungstopf Mittel im Umfang von bundesweit 750 Millionen Euro ausgeschüttet. Davon erhält Hessen nach dem Königsteiner Schlüssel 55,8 Millionen Euro und muss von Seiten des Landes noch 30% dazugeben. Das heißt, wir haben eine Fördersumme, der Finanzminister stöhnt schon auf neben mir, genau. Wir haben eine Fördersumme insgesamt in Hessen von 80 Millionen Euro, die anhand von Schülerzahlen der Grundschulen und Grundstufen auf die öffentlichen und anerkannten Ersatzschulträger verteilt werden. Hierzu ist auch seit Ende März 2021 die Förderrichtlinie in Kraft, deren finanzielle Abwicklung über die WIBank erfolgt. Das Hessische Kultusministerium genehmigt in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration die Förderanträge. Und auch das ist ein Zeichen, wir sind da auf dem Weg und unser Pakt für den Nachmittag entspricht ja von den Kriterien her genau dem, was mit diesem Rechtsanspruch angedacht ist. Also würde ich sagen, schauen wir mal, wie es da jetzt zu einer Einigung zwischen Ländern und Bund kommt. Und unabhängig davon gehen wir als Hessische Landesregierung einfach auf unserem Weg weiter voran und das wird sich am Ende schon alles harmonisch zusammenfügen. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Nachfrage hat die Kollegin Astrid Wallmann. Ja, und um bei dem hessischen Weg zu bleiben, mich würde noch mal interessieren, wie die Entwicklung beim Pakt für den Nachmittag in den vergangenen Jahren war und wie viele Schulen insgesamt daran teilnehmen. Herr Minister. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wallmann. Der Pakt für den Nachmittag hat sich seit seiner Einführung als ein kontinuierlicher Erfolg erwiesen. Jedes Jahr kommen mehr Schulen und auch Schulträger dazu. Im laufenden Schuljahr nehmen jetzt 26 von 33 Schulträgern mit insgesamt 299 Grundschulen bzw. Grundstufen von Förderschulen am Pakt für den Nachmittag teil. Und es zeichnet sich ab, dass wir sicherlich diese Zahl im nächsten Schuljahr auch wieder so um ungefähr 50 erhöhen werden von den Anträgen, die da im Moment vorliegen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, wie sehr dieser Pakt in besonderem Maße auf die Belange und Bedarfe von Grundschulen abgestimmt ist und auch mit den Angeboten und mit den Bestrebungen der Schulträger kompatibel ist. Also auch deswegen bin ich zuversichtlich, dass das ein tragfähiges Zukunftsmodell ist, auch im Blick auf die möglicherweise zu erwartenden Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern zum Rechtsanspruch. Vielen Dank. Nächste und letzte Nachfrage stellt der Kollege Degen. Ja, besten Dank, Herr Kultusminister. Ich will meine letzte Frage noch mal zuspitzen. Ich frage, habe ich Sie richtig verstanden, dass aktuell in Hessen noch kein Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung im Grundschulalter garantiert werden könnte? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, im Moment sind noch nicht alle unsere Grundschulen in einem entsprechenden Profil oder im Pakt für den Nachmittag. Deswegen bauen wir ja auch weiter aus. Man muss allerdings auch dazu hinzufügen, und das wissen Sie selbst am besten, wir haben natürlich auch gerade im ländlichen Raum ein paar wirklich kleine Grundschulen, wo auch aufgrund der umliegenden Strukturen der Vereine und ich sag mal auch der dörflichen Gemeinschaften, die dort existieren, im Moment auch einfach kein Bedarf angemeldet wird für ein Ganztagsangebot. Wie wir mit diesen Standorten umgehen, mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch, das müssen wir sehen, das hängt jetzt auch von der genauen Ausgestaltung dann des Rechtsanspruchs ab, aber wie gesagt, da haben wir auch noch ein paar Jahre Zeit dafür. In den großen Städten, an den großen Standorten sind die Grundschulen auf jeden Fall alle auf dem Weg, sich in eines unserer Profile oder eben auch in den Pakt für den Nachmittag zu begeben. Und deswegen ja, zum Schuljahr 2021/22 könnten wir noch nicht an jeder Grundschule diesen Rechtsanspruch umsetzen. Aber bis dieser Rechtsanspruch kommt, werden wir soweit sein. Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen damit zur Frage 470. Fragesteller ist der Abgeordnete Daniel May.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen unternimmt sie, um für die Zeit der Corona-Pandemie und darüber hinaus digitale Unterrichtsmaterialien zu sammeln und Hessens Schulen und Lehrkräften bereitzustellen? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, grundsätzlich steht es den Schulen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und in Absprache mit ihrem Schulträger frei, ob und für welche digitalen Bildungsmedien sie sich entscheiden. Ausgehend von den individuellen Bedarfen an den Schulen können die Schulen die Lösungen wählen, die für ihre Schüler und Lehrerschaft den größtmöglichen Nutzen bieten. Die Maßnahmen der Hessischen Landesregierung konzentrieren sich dabei nicht nur darauf, wie den Schulen digitale Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden können. Vielmehr wird allen hessischen Schulen darüber hinaus weitere Unterstützung angeboten, unter anderem in Form von Anregungen zum digitalen Lernen, Handreichungen zum Umgang mit digitalen Lernsituationen sowie durch das Angebot von Fortbildungen. Zu nennen ist hier beispielsweise der Wochenplan Fortbildung, ein neues Online-Unterstützungsangebot der Hessischen Lehrkräfteakademie, das neben spezifischen Angeboten zum Schulportal eine breite Palette an Online-Fortbildungen anbietet, die eine Nutzung digitaler Medien und Tools als Teil einer zukunftsfähigen Lernkultur vermitteln und mit Sprechstunden sowie Dialogformaten im Flipped Classroom-Modell den direkten Kontakt zu Expertinnen und Experten und damit eine individuelle Begleitung ermöglichen. Mit dem Schulportal Hessen wird zusätzlich eine digitale pädagogische Lern- und Arbeitsplattform von Landesseite angeboten, die die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern und den sicheren Austausch von Unterrichtsmaterialien und Lernergebnissen ermöglicht. Ergänzend werden auf dem Schulportal durch die hessischen Medienzentren zwei Module angeboten, nämlich die Mediathek EduPool und die Lernplattform MatheRetter, die für den Wechsel von Präsenz- und Distanzlernen genutzt werden können. Begleitend stehen den Schulen mit den Fachberaterinnen und Fachberatern Medienbildung sowie den Medienzentren kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung, die die Schulen beim digitalen Lernen und Lehren begleiten. Digitale Lehrwerke werden unabhängig von der Pandemiesituation durch das Hessische Kultusministerium zugelassen und im Schulbuchkatalog veröffentlicht. Die Zulassung von ergänzenden pädagogischen Softwareprodukten erfolgt durch die Schulen selbst. Darüber hinaus können die Schulen auf nicht kommerzielle Angebote, unter anderem über das Schulportal Hessen, zurückgreifen. Und zusätzlich stellen die kommunalen Medienzentren eine Auswahl an digitalen Lehrmaterialien wie beispielsweise Videos bereit. Unterstützung bei der Auswahl geeigneter digitaler Bildungsmedien und Werkzeuge erhalten Schulen wiederum durch die Fachberatung Medienbildung der staatlichen Schulämter und die kommunalen Medienzentren. Ich darf hinzufügen, aktuell werden in Hessen bisher nur PDF-Versionen analoger Lehrwerke zugelassen. Ein Verfahren, mit dem vollständig digitale Lehrwerke mit Zusatzfunktionen wie Audio- oder Videoeinheiten durch das Kultusministerium zugelassen und sodann im Unterricht genutzt werden können. Das ist natürlich unser Ziel, da wollen wir hin. Und dieses Verfahren wird im Moment gerade mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt. Dazu hat der hessische Datenschutzbeauftragte einem Vorschlag des Kultusministeriums zugestimmt, sodass die Zulassung digitaler Lehrwerke möglich wird. Dazu versichern die Verlage mittels einer Verpflichtungserklärung, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Das ist zugegebenermaßen zunächst ein Übergangsverfahren. Gleichwohl erreichen wir damit das Ziel, dass digitale Lehrwerke mit erweiterten Funktionen nach Prüfung im Kultusministerium für die hessischen Schulen bereitgestellt werden können. Vielen Dank, Herr Minister. Erste Nachfrage stellt der Kollege Dr. Falk, und Herr May hat sich auch schon gemeldet, aber fangen wir an mit Herrn Dr. Falk. Bitte schön, Herr Dr. Falk. Welche Unterstützung können die Schulen bereits heute im Internet von Seiten der Landesregierung abrufen? Herr Minister. Herr Abgeordneter Dr. Falk, also wir haben natürlich zum einen die Schulbücherkataloge, die auf unserer Internetseite eingestellt sind, die alle zugelassenen analogen und digitalen Lehrwerke verzeichnen. Dann haben wir die Materialangebote des Schulportals, die hatte ich schon genannt, und der Link zum EduPool der hessischen Medienzentren. Diese Medien, die über die kommunalen Medienzentren kommen, können Lehrkräfte dann beispielsweise über das Modul Mein Unterricht oder auch über das Schulmoodle den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulportal direkt zur Verfügung stellen. Den MatheRetter hatte ich schon erwähnt, ich könnte aber auch noch hinzufügen die Lernplattformen Mauswiesel, speziell für die Grundschule, das ist immer meine besondere Freude, darauf zu verweisen, oder Select für die weiterführenden Schulen. Dann gibt es noch Lernarchive, die die frei zugänglichen Medien und Anregungen verschiedener Anbieterinnen und Anbieter versammeln und wo man auch entsprechend dann nach Schulstufe und Eigenschaften der Lernressourcen filtern kann. Und wir haben natürlich auch Landeslizenzen für Selbstlernangebote.
Da wir gerade auf den HR-Medientag zusteuern, will ich auch noch erwähnen, dass wir uns sehr freuen über die Kooperation mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die den Schulen verschiedene auf Fächer bzw. Themenbereiche abgestimmte Inhalte und Medienangebote zur Verfügung stellen. Dafür haben wir speziell im Hessischen Rundfunk auch das Netzwerk Rundfunk und Schule. Und da gibt es dann so Sachen wie beispielsweise das HR2-Kinderfunkkolleg, das Funkkolleg von HR-Info und oder auch etwa multimediale Aufbereitungen geschichtlicher Ereignisse. Und zu guter Letzt, im Bereich der beruflichen Bildung beteiligen wir uns an einem länderübergreifenden Vorhaben der Kultusministerkonferenz. Da wollen wir ein bundesweit nutzbares gemeinsames Portal im beruflichen Bereich schaffen. Also das heißt, eine digitale Infrastruktur in Betrieb nehmen als kostenfreies Interaktions- und Austauschangebot für alle Lehrkräfte beruflicher Schulen. Es soll einen offenen Bereich haben, wo beispielsweise curriculare Analysen oder Lernsituationen für die einzelnen dualen Ausbildungsberufe zur Verfügung gestellt werden. Und im geschlossenen Bereich gibt es dann unterrichtsunterstützende Materialien speziell für die Lehrkräfte der beruflichen Schulen. Wir planen auch noch mehr, wir planen noch eine Online-Plattform mit Unterrichtsbausteinen zu den verschiedenen Fächern und Schulen, die dann auch einen Austausch unter den Lehrkräften ermöglichen soll, aber das mag vielleicht als erster Eindruck genügen. Auch das ist ein Prozess, wo ich mich jedes Mal freue und auch staune, wie schnell sich da die Dinge doch weiter ausgebaut werden können, aber natürlich ist das ein geradezu unendliches Potenzial, was man da in Zukunft alles an digitalen Bildungsmedien zur Verfügung haben wird. Also dieser Prozess wird wahrscheinlich nie zu einem Abschluss kommen. Vielen Dank. Nächste Nachfrage stellt der Kollege May. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf den Bereich der länderübergreifenden Kooperation eingehen wollen, und zwar wie der Stand bei dem Aufbau der länderübergreifenden Plattform für digitale Unterrichtsmedien ist, wie der von Ihnen bewertet wird. Herr Minister. Herr Abgeordneter May, ich gehe davon aus, Sie sprechen jetzt Mundo an, also die gemeinsame Datenbank, die auch als Bestandteil des Digitalpakts von Bund und Ländern jetzt gerade erst vor wenigen Wochen, kann man sagen, in Betrieb genommen worden ist. Wir haben sie in Betrieb genommen mit einem gemeinsamen Grundbestand von etwa 30.000 kostenfrei und öffentlich zugänglichen Medien, auf die unter Wahrung natürlich gegebenenfalls vorhandener Lizenzrechte von jedem beliebigen Ort zugegriffen werden kann. Das Projekt geht weiter, natürlich soll es noch mehr dieser Medien geben, aber vor allen Dingen sollen dazu auch für Lehrkräfte die Möglichkeit eingerichtet werden, Unterrichtsbausteine nicht nur abrufen zu können zu den verschiedenen Fächern und Schulformen, sondern auch selbst Materialien anderen Lehrkräften zur Verfügung stellen zu können. Und das Ganze unterlegen wir mit unseren Handreichungen, wie etwa Jugendmedienschutz oder Medienkompetenz, wie man sowas handhaben kann, aber dass die Einrichtung dieser gemeinsamen Datenbank geglückt ist und die jetzt, wie gesagt, immer weiter ausgebaut werden wird, das ist eine der großen Meilensteine in den länderübergreifenden Vorhaben des Digitalpakts. Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sind wir bei Frage 473. Fragesteller ist der Kollege Jan Schalauske. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen hat sie ergriffen, um das Unternehmen Asklepios als neuen Eigentümer des Universitätsklinikums Gießen und Marburg, UKGM, dazu zu bewegen, auch über das Auslaufen der Vereinbarung zur Trennungsrechnung Ende 2021 hinaus Ausgliederungen von Betriebsteilen und betriebsbedingte Kündigungen zu unterlassen und Auszubildende verpflichtend zu übernehmen? Frau Ministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske, ich nutze die Gelegenheit gerne, um zu präzisieren bzw. klarzustellen, dass das Universitätsklinikum Gießen-Marburg keinen neuen Eigentümer hat. Die Rhön-Klinikum AG ist weiterhin Mehrheitsgesellschafter der UKGM GmbH. Daran hat auch die Übernahme der Rhön-Klinikum AG durch Asklepios nichts geändert. Aus Landessicht gilt es zu betonen, dass die Übernahme keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Verhandlungen bezüglich der Rechtsverhältnisse zwischen dem Land Hessen, den Universitäten Gießen und Marburg und der UKGM GmbH hat. Insbesondere bleiben alle Verträge in Kraft, an denen die UKGM GmbH beteiligt ist. Konkret sprechen Sie das Auslaufen der Vereinbarung zur Umsetzung des Zukunftspapiers für die Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin Ende 2021 an, die sogenannte Umsetzungsvereinbarung. Hierzu kann ich Ihnen mitteilen, dass es korrekt ist, dass die Vereinbarung mit einer festen Laufzeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 geschlossen wurde. Jedoch sieht diese auch vor, dass sich die Vereinbarung jeweils um ein Kalenderjahr verlängert, wenn keine fristgerechte Kündigung erklärt wird.
Die Landesregierung hat bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Übernahmepläne Gespräche mit Asklepios geführt. Auch steht die Landesregierung weiterhin in einem sehr engen Austausch mit UKGM und der Rhön-Klinikum AG um eine Einhaltung der bestehenden Übereinkommen im Sinne von Forschung und Lehre, der optimalen Versorgung der Patientinnen und Patienten und im Interesse der Beschäftigten sicherzustellen. Ziel ist es, für alle Beteiligten, UKGM mit seinen Standorten in eine gute Zukunft zu führen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Erste Nachfrage stellt Herr Schalauske. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich will dann meine Frage vielleicht noch mal präzisieren. Sie haben jetzt auf die engen Gespräche mit Asklepios und dem Rhön-Klinikum AG verwiesen. Die Rhön-Klinikum AG wiederum gehört ja zu Asklepios seit der Übernahme. Also meine Frage wäre noch mal, ob Sie sich sozusagen intensiv dafür einsetzen, dass dann der neue Eigentümer nicht von der Möglichkeit einer Kündigung dieser Vereinbarung Gebrauch macht, sondern dass die damals dem Rhön-Klinikum bzw. dem UKGM abgerungenen, beziehungsweise vom UKGM gemachten Zugeständnisse, ich glaube, das ist die treffendere Formulierung, dass es keine Ausgliederung gibt, dass es keinen betriebsbedingten Personalabbau gibt und eine sozusagen Übernahme von Azubis, dass diese Vereinbarungen auch über 2021 Bestand haben. Vielen Dank, Herr Schalauske. Frau Staatsministerin Dorn. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich freue mich sehr, dass Sie mittlerweile das Zukunftspapier so positiv beurteilen. Ich kann mich noch an die Debatten hier im Hause erinnern. Da wurde dieses Zukunftspapier weit negativer von Ihnen beurteilt. Und insofern, ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass diese Errungenschaften im Zukunftspapier sehr positiv sind, gerade im Sinne der Beschäftigten. Und insofern finde ich es auch richtig, wie ich es ja nochmal dargestellt habe, es ist ja kein festes Auslaufen, sondern es würde sich jeweils um ein Kalenderjahr verlängern, wenn beide Vertragspartner nicht von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen. Und ansonsten hatte ich ja dargestellt, dass wir genau uns jetzt sozusagen in Gesprächen befinden mit den entsprechenden Beteiligten im Sinne einer guten Weiterentwicklung. Dieses Zukunftspapier ist natürlich ein ganz maßgeblicher Bestandteil und eine Basis, um genau diese Gespräche fortzuführen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Nachfrage stellt Herr Schalauske. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ohne die Debatte von vor einigen Jahren noch mal zu wiederholen, glaube ich, waren die Verpflichtungen, die damals gemacht wurden seitens der Rhön-Klinikum AG, an die wir uns jetzt sozusagen klammern angesichts der schwierigen Lage mit Asklepios, inwiefern die jetzt so wegweisend waren damals, das wäre noch mal eine andere Debatte. Ich will aber hier in der Fragestunde lieber noch mal nachfragen, ob Ihnen eigentlich bekannt ist, dass sich der Betriebsrat des Uniklinikums Gießen und Marburg ja darüber sorgt, dass es so etwas gibt wie einen schleichenden Stellenabbau, weil es ja so ist, dass die Sorge dort ist, dass Stellen nicht mehr nachbesetzt werden, wenn Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand gehen, dass man den Eindruck hat, dass Asklepios auch im UKGM unterwegs sei, um Synergieeffekte zu suchen und dass der Betriebsrat ja sehr darauf hofft, dass das Land, ich zitiere jetzt mal aus der von uns beiden ja regelmäßig wahrgenommenen oberhessischen Presse, dass der Betriebsrat sich darum sorgt, dass das Land sein bisschen Einfluss, das es durch die Trennungsrechnung noch hat, also so viel auch zum Thema wegweisend, dass der jetzt auch unbedingt eingesetzt wird. Das heißt also, inwiefern sind Ihnen eigentlich diese Vorgänge bekannt und falls ja, was unternehmen Sie dagegen? Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Abgeordneter, ja, mir sind diese Sorgen bekannt. Ich habe vor einigen Wochen mit den Betriebsräten beider Standorte auch im HMBK ein Treffen gehabt, in dem wir uns länger über die verschiedenen Sorgen ausgetauscht haben. Und auch dort haben mir die Vertreterinnen und Vertreter noch einmal betont, wie wesentlich sie es erachten würden, tatsächlich jetzt noch mal in neuen Gesprächen auch über das Vehikel Trennungsrechnung dazu zu kommen, dieses Zukunftspapier weiterzuentwickeln. Und insofern haben wir das alles entsprechend aufgenommen, also insbesondere aus diesen Reihen der Beschäftigten, aber auch aus Wissenschaft und Forschung haben wir selbstverständlich ein Ohr an den Betroffenen und fragen auch immer nach eigenen Vorschlägen, die dann entsprechend auch
vorgebracht werden können in diesem sehr komplexen Gebilde. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall.